Wir starten. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen miteinander zu IHK in den Regionen. Wirtschaft trifft Ost. Ich freue mich ganz besonders. Es ist eine Veranstaltung, die wir auch zusammen machen mit der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, welche die Ost, die Fachhochschule Ost, trägt wert von den Ostschweizer Kantonen, inklusive glücklicherweise am Fürstentum Liechtenstein. Wir haben Zeit bis am halb neun für den Teil Fachhochschule Ost. Und wir nachher noch vom halb neun bis um neun, wie üblich, so interner einen Austausch zwischen der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell und der AGVS-Vertreter. Es sind selbstverständlich auch dort alle herzlich willkommen. Es gibt einen Einblick in die konjunkturelle Lage, die Wirtschaftsaussichten von 2021 und dann noch ein paar ganz brandaktuelle Themen wie ein Testregime. Zu den technischen Instruktionen. Ich habe schon gesagt, wir können aufzeichnen. Ich bitte Sie, stumm zu schalten, damit wir keine Rückkopplungen haben. Ich bitte Sie auch, Fragen zu stellen. Und Fragen zu stellen, bitte im Chat. Sie sehen den Chat. Chatfunktion sehen Sie oben in der Kopfzeile. Wenn Sie ganz rechts sind, haben Sie ein rotes Kästchen verlassen. Dann haben Sie von rechts, oben rechts nach links gegangen. Dann haben Sie so ein Kästchen mit einem Pfeil nach oben. Dort könnte man selber übernehmen und auf seinen eigenen Bildschirm weisen. Dann haben wir drittens das Mikrofon, viertens die Kamera. Und die Kamera kann man auch abschalten, insbesondere wenn Sie merken, dass die Bandbreite schlechter wird oder je nachdem, wie interessiert dass Sie sind, dass man Sie auch heute Morgen live sieht. Sicher, die Redner bitten wir jeweils einzuschalten, die Kamera einzuschalten. Wir haben drei Referenten heute von der Fachhochschule, angeführt vom Dr. Daniel Seelhofer, Rektor von der Fachhochschule Ost. Wir haben den Herr Lothar Ritter, Departements- und Standortleiter in Buchs, und Frau Marion Pestor, Leiterin Departement Wirtschaft und Standortleiterin in St. Gallen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie am Montagmorgen Zeit haben, einen Einblick geben in die Fachhochschule. Da ist das Programm. Wir haben wirklich kurze Einführung von Dani Seelhofer. Dann wird Lothar Ritter den Standort Buchs vorstellen und nachher wird Marion Pestor einen Einblick geben ins Departement Wirtschaft, weil das ist ja der grosse Nutzen von der Fachhochschule Ost. Wir haben die drei Schulen nicht zusammengeführt in der Ostschweiz, dass es verwaltungstechnisch einfacher ist, sondern dass es einen Nutzen entfaltet und dass man departementsübergreifend arbeiten kann und so Kräfte bündeln kann. Für den Standort Ostschweiz, für den Wirtschaftsraum Ostschweiz und die IHK St. Gallen-Appenzell hat, und Sie sehen das Bild, das ist unsere Zukunftsagenda, wenn Sie jetzt auf mein Porträt schauen. Und in dieser Zukunftsagenda haben wir 40 Ziele, 40 Schlüsselprojekte definiert und an zweitoberster Stelle ist Reorganisation von der Fachhochschule Ost. Und wir haben immer gesagt als Wirtschaftsverband, dass es darum geht, ein einheitliches Leistungsverständnis zu entwickeln, funktional departementale Organisation anstelle von einer rein regionalen und vor allem eine standortübergreifende Leistungserbringung. Das sind also die Merkmale von der Zielsetzung an die Fachhochschule Ost aus der Sicht von der Wirtschaft. Und ich glaube, da wäre heute das Team, bin ich überzeugt, sehr gut darstellen. Uns geht es ja vor allem darum, dass Sie als Kolleginnen und Kollegen aus den Arbeitgeberverbänden, aus den Unternehmen, einen Einblick bekommen und vor allem auch herauslesen können, wo kann mich die Fachhochschule Ost, insbesondere natürlich Standort Buchs, unterstützen, über Studierende, die zu ihnen kommen, arbeiten, über Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Ich bin überzeugt, dass wir dazu etwas werden hören heute. Damit würde ich sehr gerne übergeben am Rektor von der Fachhochschule Ost für die Einführung. Bitte, Herr Daniel Seelhofer. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, man hört und man sieht mich auch. Und Sie sehen auch die Folie. Das ist ja immer der meist geäußerte Spruch in diesem Pandemiejahr. Markus, sieht man meine Folie? Sehr gut.
Tipptopp, Dankeschön. Also das Thema heute ist ja Wirtschaft trifft Ost. Das freut uns außerordentlich, dass wir die Gelegenheit haben, eine kurze Werkschau zu machen. Es sind zwei Departemente und ein Standort, wo wir dürfen vorstellen. Nach einer kurzen Einführung von mir und einem Blick auf den Fusionsprozess kommen wir mal sicher zu dem Teil, wo Sie heute am meisten interessiert, nämlich den Standort Buchs und das Departement Technik zusammen. Und dann sind wir der Meinung, gibt es immer auch weitere Departemente, die Sie könnten durchaus interessieren. Heute haben wir ausgesucht dafür das Departement Wirtschaft und ich freue mich, dass die Leiterin dort heute auch dabei sein kann. Ich komme zu einer kurzen Einführung. Verschiedenste Sachen werden Sie schon wissen, darum gehe ich da relativ schnell drüber. Die Ost ist eine kleinere Fachhochschule in der Schweiz. Wir haben 6 Departemente, die ich gerade noch zeige, 21 Studiengänge an 3 Standorten, etwa 3700 Studierende, aktuell der Frauenanteil dort 36% über die ganze Ost, wobei ich muss sagen, dass wir mit der Technik da noch nicht ganz so weit sind und an dem arbeiten. 1800 Mitarbeitende, wenn man auch die Teilzeitbeschäftigten bei uns zählt. 34 Institute und Zentren und vor allem wichtig natürlich aus unserer Sicht und vielleicht auch für Sie über 1000 Forschungsprojekte mit Praxispartnern. Die 3 Standorte sind Ihnen sicher bekannt: Buch, St. Gallen, Rapperswil, Jona. Das Trägergebiet ganz kurz: Wir werden getragen von 7 Trägern, nämlich den 6 Ostschweizer Kantonen, wobei ich jetzt hier den Kanton Schweiz auch gerade darunter genommen habe, und dem Fürstentum Liechtenstein. Wir sind als Ost unterwegs seit dem 1. September vom letzten Jahr, allen 3 Standorten. Entstanden ist das Ganze aus den 3 Vorgängern, Hochschulen, FHS, HSR und insbesondere natürlich der NTB in Buchs. Wir sind folgendermaßen organisiert. Das sind die 6 Departemente, die ich vorher erwähnt habe. Das erste Departement ist Architektur, Bau, Landschaft, Raum. Das ist ein umfangreicher Name, weil auch das Portfolio recht umfangreich ist. Das Departement ist in St. Gallen und Rapperswil vertreten. Das Departement Gesundheit ist in St. Gallen. Informatik ist in Rapperswil aktuell. Es gibt vielfältige Verknüpfungen auf Buchs, aber das Departement in Rapperswil. Dann das Departement Soziale Arbeit in St. Gallen, Technik als einziges an allen 3 Standorten vertreten und Wirtschaft ab dem Herbst in St. Gallen und in Rapperswil. Wir haben für alle Themen, die interdisziplinär sind, übergreifend über die 6 Departemente Fachabteilungen, sogenannte, wo sich um die interdisziplinären Querschnittsthemen kümmern. Und noch recht wichtig, glaube ich, unser Weiterbildungszentrum. Wir haben vielfältige Weiterbildungen, gerade auch im Bereich von der Management-Ausbildung und von der technischen Ausbildung, wo verschiedenste Fachführungskräfte aus der Ostschweiz jeweils absolvieren. Sind 3 Standortleitungen definiert von der Politik und die Standortleitung in Buchs hat Professor Lothar Ritter, der heute referiert. In St. Gallen ist es Professor Dr. Marion Pester, der ebenfalls da ist, und in Rapperswil wäre es Professor Dr. Margit Mönicke. Die Leistungen sind, denke ich Ihnen klar, sind 2 Hauptbereiche. Wir bilden Fach- und Führungskräfte aus für Sie und wir betreiben Wissens- und Technologietransfer in den Bereichen, die hier aufgelistet sind. Besonders interessant oft für die Firmen. Und auch hochinteressant natürlich für die Studierenden, das sind die vielfältigen Bachelor- und Masterarbeiten, die man für Unternehmen und Organisationen machen darf, die jeweils eine konkrete Problemstellung aus deren Unternehmung untersucht und hoffentlich dann auch ein Lösungsbeitrag geleistet wird. Damit komme ich nach dieser ganz kurzen Einführung noch auf einen Seitenblick zum Ost-Fusionsprozess und übergebe nachher am Hauptreferent heute, am Lothar Ritter. Die Fusion ist ja eine Frage, wieso? Sie haben vielleicht in der Presse gelesen, da gibt es, sage ich, übergeordnete Aspekte, wie zum Beispiel die institutionelle Akkreditierung, die man nur auf die Art kann erreichen kann. Wir sehen aber vor allem das Positive, die Fusion ermöglicht uns neue Kombinations- und Expansionsmöglichkeiten.
Wir können das Wissen, das allen drei vorherigen Hochschulen vorhanden war, multiplizieren. Das gibt ganz neue Möglichkeiten, wie Lehrgänge an einen neuen Standort bringen, zum Beispiel Informatik auf St. Gallen, aber eben auch neue Marktbedürfnisse befriedigen mit Weiterbildungen beispielsweise und neuen Studiengängen wie Physiotherapie. Wir können neue Kooperationen eingehen, weil wir auch grössere Grösse erreichen mit dem und durch das interessanter werden für Partner. Wir können unsere Attraktivität durch das steigern, hoffentlich auch für sie, weil wir ihnen mehr Leistungen, bessere Kombinationsmöglichkeiten, eine breitere Abdeckung von Kompetenzen dürfen anbieten. Und wir hoffen, dass wir mit dem einen Beitrag leisten können gegen die Abwanderung von Nachwuchskräften und Talenten aus der Region. Und schlussendlich natürlich ist unser höchstes Anliegen, dass wir Sie können in Ihrer Entwicklung unterstützen mit der höheren Anwendungs- und Transferorientierung, wo wir probieren, den Tag zu legen, der heute auch im Zentrum steht, bei den Ausführungen vom Referent und der Referentin. Fusion ist herausfordernd, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Wir haben vorher drei unabhängige Hochschulen gehabt und noch einen Mantel, die Fachhochschule Ostschweiz. An drei Standorten in drei unterschiedlichen Regionen im Kanton mit ganz unterschiedlichen Trägern zum Teil, mit drei mehrheitlich inkompatiblen Systemen, also auch beispielsweise das ERP anbelangt, drei recht verschiedene Hochschulkulturen in meiner Feststellung und fünf Fachbereiche mit 22 Studiengängen, 32 Instituten, total 1800 Mitarbeitende und auch das Bildungs- und Forschungsverständnis ist nicht überall identisch. Und das alles tun wir jetzt in einer Hochschule, drei Standorte mit einheitlichen Regelungen und Systemen unter einer einheitlichen Ostkultur überführen. Es ist eine Herausforderung. Wir sind in diesem Zusammenhang verhältnismäßig gut unterwegs, trotz Pandemie. Aber wir werden uns sicher mit dem auch die nächsten Jahre noch beschäftigen und hoffen, dass wir jedes Jahr noch ein bisschen besser werden. Wir haben vier strategische Stoßrichtungen definiert. Konkret natürlich von der Zuständigkeit her ist das der Hochschulrat von der Ost, der das definiert hat. Das sind Profilbildung. Wir müssen Ihnen zeigen, für was wir stehen. Wir möchten die beste Ost sein für die Ostschweizer Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Für das müssen wir Wachstum erreichen, unabhängig jetzt von laufenden pandemiebezogenen Bestrebungen überall. Wir müssen einerseits den Ostschweizer Fachkräftemangel helfen bekämpfen. Wir brauchen aber auch eine kritische Größe, damit wir die berühmten Skaleneffekte können erzeugen und wir erhöhen unsere Reichweite national und international mit dem. Damit das klappt und damit wir auch in den nächsten Jahren können erfolgreich wirtschaften, müssen wir unsere Mittelflüsse optimieren und auch natürlich wie jede Fusion eine gewisse Steigerung in der operativen Effizienz erzielen. Wie wollen wir jetzt also in den nächsten Jahren dastehen? Wir möchten die praxisorientierteste oder jetzt bei uns transferorientierteste Hochschule der Schweiz sein. Das ist eigentlich dasselbe. Transferorientiert ist dort noch ein moderner. Wir möchten die sein, die am nächsten zu den Studierenden und zu Ihnen als Partner sind. Da wollen wir stark interdisziplinär arbeiten, damit wir unsere auch Dozierende, die wir brauchen, Professorinnen und Professoren in der Ostschweiz holen für das, brauchen wir attraktive Arbeitsbedingungen und eine moderne Didaktik und Lehr-Lern-Infrastruktur für die Studierenden, damit die bei uns bleiben und nicht beispielsweise auf Zürich abwandern. Und wir wollen ganz spezifisch als einen von den Schwerpunkten, die die Hochschule wird definieren, das ist der erste, der jetzt definiert ist, wir wollen im Bereich von der angewandten künstlichen Intelligenz, wie nutzt man die Technologien, die da vorhanden sind, schweizweit eine führende Rolle spielen und haben für das auch Anfang Jahr ein neues Zentrum für künstliche Intelligenz gegründet und einen Schwerpunkt innerhalb der kantonalen IT-Bildungsoffensive bildet. Damit bin ich am Schluss von meinen Ausführungen und übergebe das Wort jetzt am Lothar Ritter, am Standortleiter und Departementsleiter Technik. Lothar, übernimmst du? So mit meiner Präsentation, oder? Absolut. Okay, schauen wir, ob das funktioniert. So, seht ihr das jetzt? Jawohl. Jetzt müssen wir noch schalten. So. Funktioniert es jetzt? Absolut. Gut.
Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich, Ihnen dürfen zwei Sachen im Wesentlichen vorstellen. Der Standort Buchs mit engerem Fokus und das ganze Departement Technik, wo, wie wir gehört haben, an allen drei Standorten der Ost tätig ist. Lothar, entschuldige bitte. Lothar, ja. Entschuldige bitte. Wir sehen die Referentenansicht, nicht in die Präsentation. Okay. Das wird schwierig jetzt. Jetzt muss ich da schnell zurück. Hier geht jetzt da. Jetzt muss ich da wieder zurücknehmen. Jetzt sollte es weg sein. Jetzt muss ich das durchnehmen. Ist aber immer das Gleiche, gell? Detailer, so. Jetzt haben wir, wo Präsentation haben wir jetzt? Da. Ist es jetzt besser? Seht ihr jetzt Präsentation? Es ist immer noch die Referentenansicht, aber du kannst das einstellen unter Anzeigeneinstellungen. Also ganz oben hat es einen Reiter Anzeigeneinstellungen. Und auf dem schwarzen Bildschirm, jetzt auf der Referentenansicht, gibt es einen Reiter Anzeigeneinstellungen, ganz oben. Genau, da kannst du wechseln. Oben. Ist das gut? Nein, du hast den oberen hättest du müssen verwischen. Da kann man duschen. Ich weiß nicht, das sehe ich ja überhaupt nicht mehr. So. Das ist jetzt doch mal das da. Gut. Jetzt müssen wir da nochmal teilen. Jetzt das da. Ah. Tut mir leid, irgendetwas tut da nicht mehr. Dani, kannst du übernehmen mit der Präsentation? Jawohl, mache ich. Ich tue dann weiter. Da ist jetzt etwas völlig durcheinander. Seht man sie? Jetzt müsste ich aufgeschaltet sein, Lothar. Ja, ich sehe sie, ja. Gut, sagst du mir weiter. Gut, eins weiter. Das Departement Technik, das ist, wie wir schon gesagt haben, ein Drei-Standort tätig. Wir sind organisiert, weil wir relativ groß sind, in 5 Fachabteilungen. Das sind Abteilungen, wie ihr das aus der Industrie gewöhnt sind. 3 von diesen 5 Fachabteilungen sind am Standort Rapperswil dominiert mit Lead. Eine Fachabteilung ist in Buchs und eine Abteilung ist in St. Gallen mit dem Lead domiziliert. Insgesamt haben wir 17 Institute, eben an diesen 3 Standorten. Das Angebot in der Lehre, das sind 5 Bachelor-Studiengänge und ein konsekutiver Master-Studiengang. Was dann noch dazukommt, ist unser Anteil in der ganzen Ost für die ganze Weiterbildung, MAS-CAS-Kurs. Insbesondere haben wir derzeit ungefähr 1200 Studenten in der Technik. Ihr erinnert euch daran, 3700 Studierende sind ungefähr in der ganzen Ost. Wir haben derzeit 520 Mitarbeitende von diesen 1800 Mitarbeitenden in der ganzen Ost. Wir haben ungefähr 85 Professorinnen und Professoren, Dozentinnen, Dozenten kommen dazu. Wichtig bei uns, 300 wissenschaftliche Mitarbeitende, das sind Bachelorabschlüsse bis zum Doktorat, plus 70 administrativ-technische. Wenn das Verhältnis mal anschauen, 85 Professorinnen und Professoren zu 300, das ist 1 zu 3,5. Und 1 zu 3 bis 4 Professor zu wissenschaftlichen Mitarbeitern, das ist eigentlich so die geheime Zahl, die funktioniert, wenn wir mit euch, mit der KMUs, mit der Industrie aus der Praxis selber zusammenarbeiten, wir im Verhältnis einen relativ hohen Anteil von stehendem Personal. Das gibt euch draußen in eurem Projekt Kontinuität, also wenn auch mal ein Projekt fertig ist und ihr vielleicht mit einem Folgeprojekt kommt, Folgeauftrag, dann sind nicht einfach völlig neue Leute da, sondern das sind wirklich ist eine Kontinuität drin. Und die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, ganz wichtig, sind keine Studierende. Das sind ausgebildete Bachelor- oder Masterstudierende, abgeschlossene Studenten, das sind also junge Ingenieurinnen und Ingenieure. Der Umsatzanteil, den Technik innerhalb von der ganzen Forschung von der Ost macht, sind etwa 72%, gut 50 Millionen, das sind 19er Zahlen. Und im Gesamtbudget von der Ost, wo wir gesehen haben, etwa 190 Millionen, ist 28% der Anteil, der Forschungsanteil, den das Departement Technik macht. Bitte weiter.
Nun, wenn man bei uns studieren will, am Departement Technik, dann hat man 5 Bachelorstudiengänge im oberen Teil, einen Masterstudiengang unten. Da habe ich dazu geschrieben, wo die Studiengänge in der Ostschweiz domiziliert sind. 3 sind in Rapperswil. Jona, Wirtschaftsingenieurwesen ist in Jona und in St. Gallen und Systemtechnik ist in Buchs und in St. Gallen, wie viele von euch im Rital das schon sehr lange kennen. Was ich da besonders darauf hinweisen will, die Studiengänge, die beide Zeitmodelle haben, nämlich Vollzeitmodell in der Regel 3 Jahre und das Berufsbegleitende oder in Rapperswil das Teilzeitmodell, das ist ja da, wo ganz, ganz besonders ist in der Ostschweiz. Einige von euch kennen von früher her noch den Begriff Abigdech besuchen. Das gibt es also heute noch. Das ist eben der Work and Study, das ist das berufsbegleitende Studium. Heute heisst es 4 Abend, einen ganzen Tag, 28 Wochen. Man kann gut arbeiten, dann eben 60-70%. Und ich weiss, dass etliche Vertreter von Firmen, die heute zuhören, auch Studierende in der Vergangenheit und auch heute aktuell haben, die in diesem Work and Study Programm berufsbegleitend drin sind. Bitte weiter. Ja, Buchs steht inmitten vom Alpenrheintal und da meine ich immer beidseits der Grenzen, unabhängig von der Staatszugehörigkeit. Das ist eine Hightech-Region. Viele Vertreterinnen und Vertreter hören heute zu und wir sind dort in dem regionalen Netzwerk, über die viele Jahrzehnte entstanden ist, einfach gut verankert. Und wenn man schaut, was Buchs in der Vergangenheit, heute und in Zukunft gemacht hat oder machen wird, dann ist es das Abbild von dem, was im Grossraum Alpenrhein, Bodensee einfach verlangt wird. Und da tun wir, wie der Rektor schon gesagt hat, vor allem durch die Hochschulausbildung, die Weiterbildung und aber auch zu etwa 50% von unseren Leistungen in der angewandten Forschung und Entwicklung schaffen, also mit Ihnen, ein Projekt von Ihnen mit professionellen Leuten. Und das Abbild von diesem Alpenrheintal, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich überlegt, wo wir in der Zukunft hingehen. Kannst du mir eins weiter, bitte? Nämlich die Lehre und die Forschung im Gleichgewicht, habe ich da mal die Folie übertitelt. Wenn wir jetzt mal anschauen, ich fange gerade beim Budget an, das sind 19er Zahlen, wir sehen Prozentzahl, was die Lehre oder die Forschung jeweils anmachen, also wir sind ungefähr halbe halbe. Und das ist natürlich nur möglich, weil Sie draussen, wo uns heute zum Teil zuhören, eben seit Jahren, seit Jahrzehnten und immer wieder mit uns zusammenarbeiten, wir zusammen Projekte machen, teils gefördert vom Staat, teils direkt finanziert und so eben den Anteil können in den letzten paar Jahren wirklich machen. Und das ist ein gutes Zeichen, wie auch die Verknüpfung zwischen Ihnen draußen in der Praxis und unserer Hochschule bidirektional eben funktioniert. Die Absolventen, die zu Buchs oder zu St. Gallen am Standort fertig werden im Bachelorstudium, das sind eben Systemtechnik-Ingenieurinnen und Ingenieure mit diesen 6 Studienrichtungen, die Sie hier sehen. 2 Standorte haben wir, das haben wir schon gesagt. Das berufsbegleitende Studium übrigens macht ungefähr ein Drittel von unseren Studierenden aus. Und die Masterstudiengänge, das ist die Weiterbildungsstufe. Wir haben ungefähr 350 Studierende von diesen 1200 im Department Technik. Sie sehen da wieder die Mitarbeitendenzahl, Professoren zu wissenschaftlichen Mitarbeitern, ist da ungefähr 1:3. Das ist eben der Garant, dass wir das ganze Jahr unabhängig vom Stundenplan sozusagen können mit Ihnen an Ihrem Projekt arbeiten, sodass das eine Kontinuität in der Dienstleistung eben gibt. Übrigens zu den Absolventen. Wir stellen Ihnen Fachkräfte zur Verfügung. Der jüngste Abschluss sozusagen in der Geschichte von einem Studenten ist, wenn er als frischer Bachelor-Absolvent zu Ihnen in die Wirtschaft rauskommt. Die zweite Stufe ist, wenn die Ingenieurin, der Ingenieur nach dem Masterstudium zu euch in die Wirtschaft kommt. Und die dritte Stufe, und das wird ab und zu vergessen, sind die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann nach dem Masterstudium noch 3-4 Jahre, teils 5 Jahre, einmal bei uns noch gearbeitet haben, fulltime als Ingenieurin und Ingenieur zur Industriezahltag und anschließend zu ihren rausgehen als bereits projekterfahrene Ingenieurinnen und Ingenieure. Und ehrlich gesagt, meistens gehen sie gerade zum Hauptkunden, wo sie vorher schon an der Hochschule zusammen die Forschungsaufgaben gelöst haben. Also Sie sehen, die 3 Abschlussstufen gibt immer Ihnen die Möglichkeit, auch relativ ohne grosse Schwelle, niederschwellig zu Fachkräften kommen. Weil wenn man mal 1-2 Jahre zusammen ein Projekt gemacht hat, wissen Sie sehr gut, kennen Sie die Leute, die mit Ihnen hier von der Hochschule gearbeitet haben. Bitte weiter.
Wie Sie da sehen, sind Sie 6 Institute von der Fachabteilung Systemtechnik. Sie sehen da übrigens auch Bezeichnung. Früher war die NTB als eigenständige Hochschule. Im Konstrukt von der Ost, vom Departement Technik, ist eine von diesen 5 Fachabteilungen. Wir haben das Institut EMS und IMP, die kennen Sie gut. Das sind die, die eigentlich Mechatroniklösungen bringen. Das EMS für die Makrowelt, IMP häufig für die Mikrowelt. Dann haben Sie die ganze arrondierende Institut, Computation Engineering, die ganze Energiefrage. Dann haben wir unseren Teil von der Informatik, wie vorher gesagt worden ist, der gibt es auch im Box. Und wir haben die Elektronik, Sensorik und Aktorik. Bitte weiter. So, BUX selber als Standort und neu jetzt als Fachabteilung hat eigene Philosophie. Das ist eben diese Systemtechnik. Wir wissen, dass der Begriff nicht immer ganz selbsterklärend ist. Für uns ist das ein Denk- und ein Lösungsansatz. Und ein Bild dargestellt, tun wir das, was wir tun, nämlich Lehre und Forschung auf der Basis von diesen 10 Kernkompetenzen machen, die Sie rechts sehen. Und wir arbeiten im ganz groben gesehen für 2 Anwendungsfelder. Ich komme dann nachher im Detail auf die. Organisiert sind wir in 6 Instituten. Und das Wichtigste wahrscheinlich für uns, aber vor allem für Sie, die die Dienstleistungen ja nutzen können und nutzen tun, nämlich wirklich eine Top-Infrastruktur, wo wir auf sehr ausgewählten Bereich einigermaßen dürfen auf Augenhöhe von den entsprechenden Partnerfirmen sein, um überhaupt zusammenzuarbeiten. Das Paradigma, also die methodische Grundlage für uns, ist Systems Engineering, wie es einige von Ihnen sicher von der ETH Zürich kennen, vom BWI. Das gibt dann als Ganzes unseren Ansatz, wie wir Lösungen finden wollen, nämlich ganzheitlich denken, Lösungen entwickeln, nicht darüber reden, sondern Systeme beherrschen. Und vor allem Nutzen für Sie, aber auch Nutzen für uns und für unsere Angestellten und Studierenden schaffen. Bitte weiter. Jetzt, wo wirken wir? Das sind die 2 Anwendungsfelder. Auf der linken Seite ist es Precision and Industrial Engineering. Präzision, Alperital, das gehört zusammen. Viele von Ihnen, Ihren Betrieb, arbeiten in einem Bereich. Die 2. Anwendungswelt ist dann Digitalisierung, Industrie 4.0, ICT, wo man also aus der realen Welt immer mehr in die digitale Welt geht. Für Sie wichtig, für jede Aufgabe und jedes Budget finden wir einen Weg. Der kleinste oder der niederschwelligste Einstieg für ein Projekt ist bei uns immer, zusammen eine Diplomarbeit ausschreiben, zusammen eine Masterarbeit ausschreiben zwischen Industriethemen, das für unsere Studierenden gelöst wird. Das ist das niederschwelligste. Da muss man nicht einen grossen Klimbim machen, das kann man mal probieren. Und sehr, sehr häufig sind das dann auch ist das der Start gewesen für ein weitergehendes Projekt, wo man vertieft etwas angeschaut hat, wo dann nachher nicht mehr Studierende drauf arbeiten, sondern eben fertig ausgebildete, in der Regel etwas jüngere Ingenieurinnen und Ingenieure zusammen mit unserem Staff, mit den Professoren, den Senior Scientists und so weiter. Bitte weiter. Ein Beispiel von einer besonderen Infrastruktur. Ich komme jetzt auf 3 besondere Infrastrukturen. Das Wärmepumpentestzentrum WPZ, Sie sehen oben rechts, wo unsere Kundschaft sind. Wir sind 1 von 4 Zentren in ganz Europa. Da geht es darum, sämtliche Wärmepumpen, die in der Schweiz aber je auf den Markt kommen, einmal zu testen. Wichtig da, Sie sehen, die Kompetenz Wärmepumpentestzentrum ist eingebettet in einem Institut und das ist bei unseren allen Spezialinfrastrukturen so. Die sind nicht standalone und Dienstleistungen machen, die sind eingebettet in wissenschaftliche Kompetenzen. Und das hat da zum Vorteil, dass Sie bei uns nicht nur Wärmepumpen können testen lassen, sondern wir haben weg dem Testen Grossraumklimakamera für Temperatur, Feuchtigkeit und Schall. Und da können Sie so ziemlich alles testen lassen, was Sie den klimatischen Bedingungen kontrolliert wollen, aussetzen. Es gibt im Glarnerland auch eine Firma, die ja einen schweizerischen Helikopter entwickelt, mit viel Carbon, Plexiglas und so weiter. Der ist regelmäßig in diesen Klimakamera drin, um eben seine Tauglichkeit in gewissen Wetter- und Temperatursituationen auszuprobieren. Und jetzt können Sie selber mal überlegen, was das allenfalls für Ihre Produkte, die Sie auf den Markt bringen, könnte heissen, wenn Sie mal in so Klimatestumgebungen können, Ihre Produkte am Kunden oder für Ihre Entwicklung entsprechend testen. Bitte weiter. Die 2. Spezialinfrastruktur, das ist die Produktionsmesstechnik. Da sind wir wirklich state of the art, was Koordinatenmesstechnik und Rauheitsmesstechnik anbelangt. Da tun wir auch sehr viele Kurse anbieten, die gar nicht an Ingenieure primär sich richtet, sondern an ihr Messpersonal draussen in der Wirtschaft, in den Betrieb. Auch da haben wir die Einbettung in ein Institut.
Wichtig da, das erste Mal lesen Sie Research in dem Kontext. Das ist ja die öffentlich-rechtliche Anstalt, die der Volkswirtschaft gehört, wo bei uns eingebettet ist im Standort Buchs. Und diese Koordinatenmesstechnik, das ist sozusagen der Messtechnikteil von dem, was Research macht. Und zusammen mit Research haben wir im letzten Jahr dürfen in die Welt von der Nanokoordinatenmesstechnik vorstoßen. Das heisst, wir haben heute Maschinen, die 10-mal genauer sind als die genauesten Industriemaschinen, die wir bisher hatten. Also da tun wir jetzt Neuland zusammen mit der Metas in Bern beschritten. Und das kann eventuell auch sehr, sehr interessant für gewisse von Ihren Problemstellungen sein. Bitte weiter. Dann die dritte besondere Infrastruktur ist unser Rheinraum. Als Hochschule sind wir wahrscheinlich eine der wenigen in der Schweiz, die so einen grossen Rheinraum dürfen haben, vor allem auf Industriestandard. Also wir sind auf Wafertechnologie 8 Zoll, dass wir also wirklich uns austauschen können mit der Industrie. Die Bettung wieder in einem Institut. Sehr eng schaffen wir da mit Research zusammen, die ganzen optischen Schichten, die Research macht als Produkt, machen sie in unseren Rheinräumen mit unserem Personal, teils mit ihrem Personal. Das ist also eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und da geht es darum, Forschungsprojekte zu machen in diesem Rheinraum, Gliserien bis mit externen Partnern, dass wir die Innenländer gewisse Rheinraumkapazitäten der externen, also innen in der Praxis draussen, vermieten. Darf ich also weiter? Genau. Die digitale Lernfabrik Ost, ich möchte das hier als ein Beispiel von unserem Beitrag zur IT-Bildungsoffensive vom Kanton St. Gallen. Da sehen Sie aber, jetzt werde ich wieder ein bisschen breiter, jetzt bleibe ich nicht mehr zu Buchs. Wir haben drei Infrastrukturen, die Hybrid-Lernfabrik in Buchs, Digital Lab in Ost in Rapperswil und die Smarte Technik Tech Park in Rapperswil. Das sind physisch existente Produktionsumgebungen und die spannen wir jetzt zusammen im Rahmen von der ITBO, tun wir die entsprechenden Ausbildungsangebote aufbauen. Sie sehen, das ist ein schönes Projekt, 2,8 Millionen auf 6 Jahre, bitte eins weiter. Und aus dem ganzen Zusammenspannen über die ganze Ost hinein entsteht eine ganz spannende Umgebung für Sie draußen in der Industrie. Auf der einen Seite haben wir links die hybride Lernfabrik. Sie sehen den linken Teil vom linken Bild. Das ist Virtual Reality. Das ist also nicht echt, das ist der digitale Zwilling. Er geht nahtlos über in die reale Fabrik. Das ist eine Musterfabrik, also eine Modellfabrik, die bei uns am Standort Buch steht. Die Studenten, die Mitarbeitenden, häufig jetzt langsam auch Firmenkunden, die zum Teil mit ihren Mitarbeitenden oder ihren Lehrlingen zu uns kommen und der Wechsel zwischen realer Welt, virtueller Welt und zurück eben bei uns aktiv probieren. Und wenn es jetzt darum geht, in dieser Welt eben ihre Geschäftsmodelle, die Möglichkeiten, die sie mit ihren Produkten, mit ihren Produktionen draussen haben, richtig I4.0 zu entwickeln, dann ist eben Digital Lab at Ost eine sehr gute Laborumgebung. Das ist in Rapperswil vor allem domiziliert. Da haben wir das Zusammenwirken von der Ost mit der Technology Factory, mit einem privaten Anbieter, den Sie wahrscheinlich alle kennen, Cognizant, und mit einem Universität St. Gallen Institut vom Herrn Friedli. Und das Zusammenwirken gibt dann die Möglichkeit, in Workshops zusammen mit Ihnen Ihre Möglichkeiten, die Ihnen durch die Industrie 4.0 geboten wird, eben zu entwickeln, zu entdecken zusammen und dann wirklich in Umsetzung Projekt zu bringen. Bitte weiter. Dass wir nicht nur von Digitalisierung und digitalem Zwilling erzählen, ist hier ein Musterbeispiel. Das ist ein Projekt, das wir haben dürfen mit der Firma Bärhalter AG in Widnau umsetzen. Oben sehen Sie das Produkt, das ist seit letztem Sommer auf dem Markt. Das ist die neueste Distanzmaschine von Bärhalter. Unten sehen Sie wirklich den digitalen Zwilling. Und wir haben dürfen die letzten 2,5 Jahre sehr enge Entwicklungspartner von der Firma Bärhalter sein und haben also im Wechselspiel zwischen realer Maschine und vor allem digitalen Zwilling wirklich können einige ganz tolle Ziele zusammen erreichen. Das Leistungsziel, das uns gegeben worden ist, ist weit übertroffen worden. Das Kostenziel erreicht. Ich glaube, man darf sagen, auf Kundenseite wie auf unserer Seite haben wir viel gelernt und sind sehr zufrieden. Wichtig, der digitale Zwilling ist aufgebaut. Also können wir da jetzt für die Zukunft auch Weiterentwicklungen machen. Bitte weiter. Research, hast du schon angetönt, das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt in uns drin. Wir sind nicht Research, aber wir sind eng verbunden. Einmal sind wir das Hotel für Research, wir sind Industriepartner für Research und Forschungspartner zusammen mit EMPA, Uni Liechtenstein und so weiter. Und über Research, und das ist ganz wichtig, der vierte Bullet von oben, sind wir seit letztem Herbst Co-Standort vom Switzerland Innovation Park Ost. Jetzt heißt es weiter, bitte.
sehe ich hier noch anhand von Beispielen, die Sie auf der offiziellen Homepage vom Innovationspark Ost finden. Die Fachhochschule Ost zusammen mit Research, wenn ich das rechte Bild anschaue, ist in dem Konstrukt Innovationspark Ost zuständig für Kompetenzen für, im Zusammenhang mit der MEM-Industrie. Und wenn Sie auf dem linken Bild schauen, ist also die Fachhochschule Ostschweiz als Ganzes auf drei Arten mit dem Innovationspark verbunden. Einmal direkt, wir werden auch genannt in den entsprechenden Eingaben am Bund. Dann über Research sind wir ein Nebenstandort oder ein Co-Standort zum Hauptstandort St. Gallen. Und über unsere Verbindung vom Departement Gesundheit und dem Kantonsspital St. Gallen sind wir nochmal mit dem Innovationspark Ost verbunden. Und das gibt sehr, sehr interessante Projektmöglichkeiten, vor allem auch in Zukunft gesehen. Bitte heißt weiter. So, das ist meine letzte Folie. Das ist die Luftaufnahme schematisch vom Campus in Bux. Sie sehen hier die drei Gebäude von der Ost, früher NTB, zusammen mit Research, die ist bei uns drin. Über die Straße ist das Berufsbildungszentrum, wo viele von ihren Lernenden ausgebildet werden. Was Sie oben sehen, ist das Gebiet Zentrum Präzisionsindustrie Alpenrheintal. Das ist Entwicklungsgebiet A von der Standortförderung vom Kanton St. Gallen. Da wird Hightech-Industrie angesiedelt. Das ist zwar eine Animation, die Sie sehen von der Firma Brusa. Das Gebäude steht, wird bald bezogen. Da kommen 250 Hightech-Arbeitsplätze her. Weitere Mieter sind in Verhandlung. Und links haben Sie eingeblendet gesehen, jetzt mit orangem Ortsprofil. Das ist ab nächstes Jahr der Neubau von der International School Rheintal. Das ist ein typisches Public-Private-Partner-Projekt von der Industrie zusammen mit dem Staat. Und wo wir stolz sind, ganz oben rechts sehen Sie die Planung, der Planungsstand vom Campus Motel Bux. Sie sehen, das ist dann das Herz von dem grossen Gebiet, Campus Bux. Das ist ein 30 Meter Hochhaus mit Gastronomie, mit Wohnmöglichkeiten für Studierende, und zwar im Motelstil, ein Nacht, zwei Nacht, bis länger wohnen. Teilweise haben wir für dozierende wissenschaftliche Mitarbeiter die Möglichkeit, teilweise werden aber auch private Unternehmen gewisse Räumlichkeiten hier einmieten. Das Ganze wird zusammengefasst durch den Namen Campus Bux. Das ist ein Name, der vor allem von der Stadt herkommt, von der Stadt Bux, von der Ortsgemeinde, und das Zusammenwirken auf dem einmaligen Perimeter auf wenige Quadratmeter sicherstellt. Und seit wenigen Tagen ist www.campusbux.ch auch als Homepage da, um eben an diesem Standort zu zeigen, dass der die nächsten ein, zwei, drei Jahre zusammen mit dem Strassenentwicklungsprojekt, wo das Jahr anfängt, darf man sagen, zu gut und recht, das Bux geht künftig noch mehr Post ab. Und mit diesen Worten möchte ich gerne weitergeben an Marion Pester für die Wirtschaft. Lothar, vielen Dank. Von meiner Seite auch herzlich willkommen zur heutigen Roadshow virtuell. Ich versuche ein bisschen Zeit aufzuholen, damit auch noch Platz bleibt für Diskussionen, aber ich glaube, so ein paar Einblicke gehen auch schnell. Departement Wirtschaft. Es wurde schon gesagt, wir sind beheimatet in St. Gallen, sind jetzt im Zuge der Markterweiterung auch in Rapperswil unterwegs mit drei Bachelorn, und wir haben zwei Masterstudiengänge. Sie sehen daneben 15 Majors. Wir haben sehr viele Vertiefungen und versuchen da an der Stelle wirklich aktuelle Themen aufzunehmen. Ich komme darauf noch zurück. Wir haben um die 600 Studierende. Drei Forschungsinstitute sind jährlich mit ungefähr 50 Forschungsprojekten unterwegs und vor allen Dingen, und auch das wird noch näher anzuschauen sein, mit über 200 studentischen Praxisprojekten mit Ihnen und den Unternehmen der Ostschweiz gemeinsam. Wenn wir auf die nächste Seite schauen, das Team, Fotos sind immer schön, ein paar Köpfe, damit man was zum Anschauen hat. Was soll die Folie sagen? Unsere Dozierenden, unsere Professoren haben zu 90% langjährige Berufserfahrung in der Praxis. Und das ist uns wirklich wichtig, um unserem Anspruch, dass wir transferorientiert sind, dass wir Lösungen für Praxis schaffen können, auch erfüllen. Daneben gibt es auch eine sehr gute akademische Grundlage, aber beides zusammenzubringen. Und Sie sehen bei uns etwas anders als im Departement Technik eine gute Hälfte Professoren und Dozierende, ein Viertel Lehrbeauftragte und 13% wissenschaftliche Mitarbeitende, die bei uns vor allen Dingen auch in den Forschungsprojekten dabei sind. Wenn wir auf die nächste Seite gehen,
Wofür stehen wir? Also das Transferorientierungsthema Nutzen für die Ostschweiz zu generieren und für die Unternehmen in der Ostschweiz. Wodurch wollen wir das tun? Zum einen bilden wir für sie aus. Das heißt, unser Anspruch ist, dass wir tatsächlich die Themen belegen, die Themen besetzen, die für sie relevant sind und auf der Höhe der Zeit. Wir haben berufsbegleitende Studiengänge, wir haben Teilzeit, wir haben Vollzeit, das ganze Programm. Weiterbildungen, auch da in einer hohen Verschiedenartigkeit von MAS über CAS bis zu Tagesseminaren und Kursen. Was wir auch anbieten, sind konfektionierte Weiterbildungen bei Ihnen in-house, wenn das gewünscht ist. Da freue ich mich, wenn wir an der einen oder anderen Stelle auch ins Gespräch kommen. Wir machen gemeinsame Forschungsprojekte. Einige werde ich vorstellen. Wir sind in der Beratung unterwegs. Es gibt zum Beispiel verschiedenste ERFA-Gruppen, die wir mit KMUs gestalten seit vielen, vielen Jahren. Wir sind aber auch zum Beispiel im Coaching von Unternehmern unterwegs, oder von Kadern, von ganzen Gremien. Da sind wir individuell und das ist der Vorteil einer kleineren Hochschule, dass man auch etwas flexibler agieren kann und Entscheidungen dann auch relativ schnell getroffen werden können für neue Projekte. Unser Netzwerk, es ist regional, es ist national, wir haben auch international um die 150 Partner der Ost, von denen viele auch von der Wirtschaft seit vielen Jahren gepflegt werden. Worum geht es bei den Praxisprojekten? Ich glaube, ich darf sagen, das ist in der Schweiz einmalig, dieses Programm. Unsere Studierenden im Bachelor haben einen erheblichen Anteil im Hauptstudium mit Praxisprojekten, das heißt mit professionellen, auch bezahlten Projekten, die in Unternehmen stattfinden. Häufig im Bereich Marktforschung, zum Teil im Bereich Managementkonzeption, also mit strategischen Themen befasst sind. Wir haben eine eigene Transferstelle, die diese Praxisprojekte managt. Das ist das WTT in St. Gallen beheimatet. Peter Müller ist dort der Leiter. Und seit über 15 Jahren sind wir jetzt mit um die 600 Unternehmen unterwegs gewesen. Sie sehen die Zahlen an der Stelle, 400 Personen im Jahr, ist beeindruckend, wenn man es auflistet. Es sind die unterschiedlichsten Auftraggeber. Es sind kleine Unternehmen, Mittelunternehmen, große. Es ist Verwaltung. Es ist nichts dabei, was nicht möglich ist. Wir sind auch zwar primär in der Ostschweiz, aber es gab auch Unternehmen aus Zürich, aus Basel. Und wir sind im Rahmen des internationalen Programms mit Unternehmen auch in den USA und in China unterwegs. Also wenn Ihr Unternehmen oder ein Konzern international tätig ist, können wir das an der Stelle auch sehr gut abdecken. Die Arbeiten werden jährlich prämiert und der eine oder andere wird es wissen. Es gibt den Young Leader Award, traditionell in der Tolhalle in St. Gallen, ein Event, das im Herbst jedes Jahr stattfindet. Sie können dabei sein und wir würden uns auch freuen, neue Kontakte zu neuen Unternehmen an der Stelle zu finden. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, da sehen Sie ausgewählte Kompetenzfelder. In welchen Themen sind wir in der Wirtschaft unterwegs? Lehre und Weiterbildung, Sie sehen es oben, eigentlich drei Schwerpunktthemen. Zum einen die ganze betriebswirtschaftliche Seite, Betriebsökonomie kann man bei uns studieren im Bachelor oder Business Administration, Corporate Development im Master. Wir haben die Wirtschaftsinformatik und wir haben Management- und Rechtthemen. Bei den betriebswirtschaftlichen Themen sind wir stark in Strategie und neuen Geschäftsmodellen, also alles, was Innovationsthemen betrifft, da auch die Verbindung mit der Digitalisierung, das gerade schon von Lothar Ritter angesprochene Thema IT-Bildungsoffensive, da sind wir mit den Wirtschaftsinformatikern natürlich dabei. Wir haben einen eher Business-Ast, wir haben aber auch einen technischen Ast, der da mitverfolgt wird. Wir haben die ganzen Themen rund um Marketing, da dort auch die digitalen Themen im Marketing, die Themen, die mit Multikanal, mit Omnikanal, Themen mit Employer Brand zu tun haben. Also alles, was eigentlich Marketing im engeren oder im weiteren Sinne ausmacht. Wir sind in der Organisationslehre, in der Führungstheorie unterwegs, da auch mit Psychologen. Vieles, was jetzt im Rahmen von Digitalisierung neu sich formiert, an Strukturen und Prozessen in Unternehmen, begleiten wir an der Stelle.
Traditionell im Accounting und Controlling sind wir stark, seit vielen Jahren da mit vielen Unternehmen auch mit ganz konkreten Projekten unterwegs, auch im steuerrechtlichen Bereich. Dann im Banking and Finance. Wir haben uns auch in die neuen Themen, auf die neuen Themen spezialisiert, wenn es um Kryptowährung und Blockchain geht, um Anwendung und Einsatz von Technik in der Finanzindustrie, aber auch ganz klassische Themen im Kundengeschäft. Und da, denke ich, sind wir sogar stärker als andere Fachhochschulen im Bereich Privatkundengeschäft, Financial Planning und im Bereich Gewerbekunden und Firmenkundengeschäft. Und schließlich die rechtlichen Themen, bei denen wir primär im Bereich Wirtschaftsrecht, Verwaltungsrecht, aber auch bei den neuen IT-Security-Themen unterwegs sind. Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein paar Forschungs- und Entwicklungsthemen ansprechen. Es sind wirklich nur Beispiele, die man an der Stelle sagt. Die Folie war wunderbar. Vielen Dank. Zwei Beispiele für Digitalisierung. Wir sind, haben einen Schwerpunkt im Bereich Zusammenarbeit mit Medizinaltechnik und mit Gesundheitsthemen. An der Stelle das linke Projekt, da geht es um eine AI-basierte Applikation, die Stimmungsausgleich bei Demenzkranken unterstützt. Also auch da der Zusammenhang wieder zum strategischen Schwerpunktthema AI. An der Stelle werden viele Projekte auch zukünftig noch entstehen. Das ist in diesem Fall jetzt ein europäisches Programm, durch das das gefördert wurde. Auf der anderen Seite auch die Fragen, welche Auswirkungen haben zum Beispiel Sprachassistenten, das ist das zweite Beispiel auf dieser Seite, auf Unternehmen, in Unternehmen, aber auch auf gesellschaftliche Strukturen. Nächste Seite sehen wir ein Schwerpunktthema im Bereich Marketing und Handel. Zwei aktuell laufende, gerade zum Teil abgeschlossene Projekte. Pop-Up City ist gerade zu Ende gegangen, City Messenger läuft noch. Beide Projekte könnten einen erheblichen Nutzen generieren, jetzt im Zuge von den Auswirkungen von Corona. Die Städte sollen nicht veröden, die Innenstädte. Was passiert mit den leeren Flächen? Und beide Projekte haben da wirklich intelligente, originelle Ansätze gefunden mit Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen. Wenn wir auf die nächste Seite schauen, als Beispiel zwei Themen aus dem Banking und dem Controlling. Sie sehen auf der rechten Seite, wir haben auch sehr stark im Bereich interkulturelle Themenfelder sind wir da unterwegs. Unsere Studierenden haben einen Rucksack mit Fachkompetenzen, aber sie sollen auch umsetzen können und sie sollen vor allen Dingen Zusammenhänge verstehen. Und an der Stelle auch in der Forschung das Thema Zusammenhänge aufzeigen, wie können Unternehmen sich in einer internationalen, globalisierteren Welt bewegen? Was sind da die Erfolgsfaktoren? In dem Fall war es ein Beispiel von Schweizer Firmen in Russland, die dort einen Markteintritt gemacht hatten oder schon einige Jahre auch am Markt unterwegs waren und gemerkt haben, dass Kultur einen erheblichen Unterschied macht auf die Performance in den beiden Ländern und auch auf Steuerungsmodule. Wenn wir auf die nächste Seite gehen zum Abschluss, noch zwei Beispiele aus dem Bereich Organisation und Führung. Ein Satz zum Thema Predictive HR Analytics. An der Stelle ein neues Feld, das bei uns ein Schwerpunktthema wird, das wahrscheinlich gerade für große Unternehmen interessant ist, die Verbindung von klassischem Personalwesen und Data Science. An der Stelle ergeben sich wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch Herausforderungen. Sie sehen verschiedenste Themen. Ich könnte die Liste jetzt weiterführen, aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit mache ich an der Stelle Schluss. Und die letzte Seite soll einfach nur die Bilder zeigen, einen Auszug von unseren Partnern, von unseren Netzwerken, Events, die wir machen und zu denen wir Sie hoffentlich bald auch wieder physisch begrüßen dürfen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Mario Pestor, Lothar Ritter und Daniel Seelhofer für den Einblick in die Ost. Mit besonderer Betrachtung vom Stand vom Campus Buchs. Ich würde gerne die Runde öffnen für Fragen. Wir haben gesagt, Sie können es gerne in den Chat stellen oder natürlich können Sie sich auch mit Hand erheben. Sie kennen wahrscheinlich die Funktion. Die Hand erheben, das Wort 6, Symbol von rechts. Wem darf ich das Wort geben? Sonst würde ich einmal vielleicht auch starten beim Rektor, damit wir eine Icebreaking-Frage haben. Daniel Seelhofer,
der Fusionsprozess, was ist aus deiner Sicht die grösste Herausforderung, um aus diesen drei Schulen mit einem hervorragenden Ruf eine Schule zu machen? Ja, und was sind denn dort, wo siehst du die grössten Chancen von dieser Schule? Herausforderungen, Chancen. Daniel Seelhoff. Danke vielmals. Ich denke, ich fange mit den Chancen an. Und die habe ich eigentlich probiert aufzuzeigen. Oder ich glaube, dass wir besser in der Lage sein werden, zukünftig noch besser. Wir starten auf einer sehr guten Grundlage und werden noch besser in der Lage sein, um Bedürfnisse von unseren Kunden und auch Studierenden abzudecken, indem wir einfach ein breiteres, besser verknüpfbares Leistungsportfolio anbieten können und auch Leistungen können vermehrt in verschiedenen Regionen anbieten, wo wir vorher auch haben können, aber wo es schwieriger war. Herausforderungen in diesem Zusammenhang, sage ich jetzt wirklich, du hast gesagt, die grösste. Die grösste, glaube ich, sind die unterschiedlichen Abläufe und Systeme, die sich die Leute gewöhnt sind, weil alle haben wahnsinnig viel zu tun. Und dann ist ein neuer Ablauf einfach ein grosser Störfaktor. Das kennen wahrscheinlich alle. Aber da bin ich völlig überzeugt, dass wir das in den Griff bekommen. Und wir haben hervorragende Leute, die, sage ich, auch in dieser Situation eben die gute Leistung bieten. Ja, danke, Daniel, für Chancen und Herausforderungen. Jetzt wissen wir, Systemtechnik ist am Standort Buchs. Und ich glaube schon aus unserer Sicht, wir haben Systemtechnik, wir haben Informatik, Wirtschaft. Wie können wir uns vorstellen, dass es gerade für das Technologie-Valley Rheintal, oder, dass wir im Bereich Informatik und Wirtschaft auch die Kompetenzverknüpfungen anbringen. Oder? Weil bis anhin ist NTB Buchs ist, eine Technikschule gewesen, ne? Klassisch für Ingenieure, teilweise auch Informatikzugänge. Und jetzt wollen wir das auch wirklich intensiver nutzen mit den Chancen für Rapperswil und St. Gallen mit Wirtschaft. Wie kann ich mir als Industrieunternehmen, als KMU das vorstellen? Ja, dass wir unter diesen drei Standards schon in der Vergangenheit zusammen geschafft haben, vor allem wenn es darum gegangen ist, ein grosses Projekt, das Fördertöpfe sind, in Bern zusammen mit Wirtschaftspartnern zu machen, das ist ja nicht ganz neu und einige Beispiele haben ja auch Leute von euch schon erlebt. Aber jetzt sind natürlich die institutionellen Grenzen, die wir vorher einfach hatten, nicht mehr da. Im Gegenteil. Und das merkst du jetzt schon, dass eben die einzelnen Institute untereinander standortübergreifend einfach gelernt haben, zusammenzuarbeiten. Und wenn irgendwo eine Wurst aufgehängt wird, sprich ein Projekt kommt oder ein Fördertopf, dann rennen die Leute zusammen und man fragt nicht zuerst, ja, darf ich jetzt mit dem oder die sehen, sondern man rennt einfach. Und da merkt man sehr, sehr gut. Und gerade in diesen vernetzten Landschaften, die wir vorher gesehen haben, mit der hybriden Lernfabrik, mit dem Digital Lab Ost, mit dem Geschäftsmodell, das wir vor allem von St. Gallen her kriegen. In der IBH gibt es solche Projekte, Innovation Lab, die wir dort hatten. Also es ist einfach, die Hürde untereinander ist im Wesentlichen auf Corona beschränkt im Moment. Und da machen wir so Teamsübungen. Und nicht mehr auf irgendwelche Geschichten, von früher her und Konkurrenz und ich weiß doch nicht, was alles. Das hat sich sehr schnell schon, für mich muss ich sagen, überraschend schnell normalisiert in eurem Sinn. Und es ist ja wichtig zu wissen, egal wo ihr in die Ost eintretet, mit den Kontakten, die ihr habt, weil ihr jemanden kennt aus der Vergangenheit vom Zusammenarbeiten. Hinten dran ist jetzt immer die ganze Ost. Und ihr müsst euch nicht primär darum kümmern, ja, ist jetzt das eher jemand in Rappi oder eher in St. Gallen oder eher in Buchs. Ihr kommt dort hin, wo ihr einen Zugang habt, wo ihr glaubt, es passt. Und dann ist das unsere Aufgabe und auch unser Wille, hinten dran eben die Umgebung zu schaffen, sodass ihr eigentlich einen Eintrittspunkt habt und hinten dran ist die ganze Ost, entweder das Department oder eben, wie viele Fragen natürlich über die Departmentsgrenze hinweg, richtig Wirtschaft, richtig Informatik oder wir haben jetzt auch Projekte mit der Gesundheit zusammen. Also das ist viel einfacher geworden. Für euch aber ist es immer noch ein Ort zum Eintreten, wenn ihr das wollt. Danke, Lothar. Wir haben die erste Frage oder einen Beitrag. Ich würde gerne das Wort übergeben an Herrn Richard Quaderer. Richard Quaderer, bekanntermaßen Leiter oder Direktor Research, wo wir heute auch schon darüber gehört. Herr Quaderer, bitte. Ja, danke vielmals, Markus. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, geht es an Daniel oder an Lothar? Ich stelle es jetzt einfach mal. Ich habe das sehr interessant gefunden mit dem neuen Schwerpunkt Breiten AI.
Da würde es mich interessieren, wenn ihr das noch ein bisschen ausführen könnt. Und auch gerade im Anschluss an die Ausführung auf dem Lothar, wenn jetzt auch wir als Researcher oder jemand aus dem Kreis da möchte ein Projekt machen, wer ist der Ansprechpartner? Danke. Dankeschön. Das kann ich gerne nehmen. Das ist in dem Sinn, wie ich gesagt habe, eigentlich gefördert als eines der Teilprojekte in der ITBO. Das heisst, wir haben da Power dahinter, wo man vorwärts machen kann. Die Leistungen dort sind sehr vielfältig. Oder? Wir sorgen einerseits dafür, sorgen, dass unsere Absolventinnen und Absolventen verstehen, wie man mit diesen neuen Technologien in ihren eigenen Fachbereichen umgeht. Aber wir bieten auch ganz konkret Dienstleistungen, die üblichen Projekte einfach in diesem Bereich und verschiedene andere Sachen, auch bis hin zu sogenannten Walk-in-Clinics, wo man niederschwellig gewisse erste Ansatzpunkte abholen kann. Ansprechpartner da ist das sogenannte interdisziplinäre Kompetenzzentrum für angewandte künstliche Intelligenz, ICAI. Die Leiterin vom Bereich, wo das drin gehört, ist Sibyl Minder, Professor Dr. Sibyl Minder aus St. Gallen, und sie kann dann mit den Fachkräften entsprechend verknüpfen. Vielleicht Markus, eine. Gern. Mario, danke Daniel. Marian. Eine kurze Ergänzung noch zu deiner Frage von vorhin zum Thema Nutzen oder auch Möglichkeiten für die Wirtschaft jetzt durch die Fusion. Ich sehe erhebliche Möglichkeiten für uns, das, was wir eigentlich jetzt schon die letzten Jahre gemacht haben, nämlich auch für die Ingenieure da zu sein und dort im Unterricht tätig zu sein für die betriebswirtschaftlichen Themen, dass wir das ausweiten. Und da, denke ich, haben wir vor allen Dingen im Bereich der Weiterbildung erhebliche Möglichkeiten. Das müssen wir noch besser verstehen, was genau die Bedürfnisse sind, die jetzt auch aus den einzelnen Studiengängen und Fachrichtungen entstehen. Aber ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial für uns. Vielen Dank. Danke, Marion. Genau, das ist natürlich just der Punkt, den ich am Anfang der Zukunftsagenda erwähnt, oder wo es darum ging, standardübergreifende Leistungserbringung. Da ist genau das Thema, oder für die Industrieregion, Industrietechnologie und Exportregion Ostschweiz ist es eben wichtig. Wir sind eine dezentrale Landschaft, softwareurbane Landschaft. Und genau, und Politik hat auch gesagt, wir wollen drei Standorte, wir wollen näher bei den Unternehmen sein, oder? Und damit ist es eben auch wichtig, dass das auch greift und dass man da jetzt auch ja, konkrete Angebote, die ja schon im Bereich Wirtschaft St. Gallen, Rapperswil, wo bereits Lehrgänge jetzt aufgesetzt sind. Da wollen wir weitere Fragen beantworten aus dem Plenum. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage. Wir haben den Markus Probst, bitte. Ja, vielen Dank vor allem für die ganzen Ausführungen, die wir hier gehört haben. Das war sehr umfassend und wir sehen auch, was da für grosse Aufgaben da auf uns ja, schon lastet und wir auch mittendrin sind und schauen, dass wir das alles auf einen guten Weg bringen. Jetzt komme ich und komme dann noch mit einer Frage aus dem ganz operativen Teil ein bisschen, die aktuell ist, wo uns aber effektiv als Wirtschaftsbetrieb, gerade in der Region jetzt um das NTB, früher NTB, um den Standort Campus Bux, sehr grosse Sorgen bereitet. Und ich wäre froh, wenn ich dort dann noch einen kleinen Beitrag hören könnte zu dem Thema. Das ist, wir haben natürlich jetzt vieles gehört über die Technologietransfer und alles. Ich komme aber da zur Lehre. Und was uns extrem Sorgen bereitet, ist, dass die Studentenzahlen in Bux im Keller unten sind. Also das ist so, ich glaube, es hat es noch in der ganzen Geschichte vom Standort Bux noch nie gegeben, dass man so wenig Studenten kann. Und wir im Rintel als Unternehmer, wir sind angewiesen darauf, dass wir auch da wieder Fachkräfte bekommen, dass die Schulen auch möglichst einen Haufen Fachkräfte ausbilden, die bei uns könnte noch in den Betrieb arbeiten. Und ja, wir haben da also wirklich ernsthafte Sorgen, dass die Situation so ist. Und ich möchte hier mal einfach die Frage in die Runde schmeißen, was da angedenkt ist, dass wir da wieder aus dem Loch rauskommen und auch vielleicht, was die Wirtschaft noch beitragen kann oder schauen, dass wir da wieder daraus rauskommen. Kann ich gerade übernehmen, Dani? Absolut. Okay.
Also zu den Zahlenverhältnissen, wir haben die letzten Jahre bis auf einen Peak nach oben, vor 4 Jahren, haben wir durchschnittlich zwischen 90 und 100 Neutretende gehabt. Im Corona-Jahr, letztes Jahr, haben wir 68 gehabt in dem Sinn. Und die Schwankungen, ohne die zu verniedlichen, sind alle 5 bis 7 Jahre in Buchs leider eine gewisse Konstanz. Und jetzt 1993 angefangen haben, sind wir ungefähr bei 43 Tonnen gewesen. Nun, wenn man mal anschaut, die Struktur, woher die Neutritte kommen, und ich rede nur Neutritt-Bachelors. Weil bei den Master haben wir ein Stück mehr gehabt, als wir normalerweise haben, aber das ist ein Corona-Effekt, weil die in die Wirtschaft raus sind. Bei den Bachelors fehlt uns fast ganz die Vorarlberger Crew. Wir haben ja in gewissen Jahren zwischen 14% und 17% Studierende aus dem Land Vorarlberg. Und obwohl sich an sich nichts geändert hat, Studenten, also kostenmäßig und so, sind einfach bis letzten Sommer praktisch 0 Neuanmeldungen gewesen. Ja, was haben die erlebt, wenn sie sich im März, April, Mai haben müssen dürfen anmelden bei uns? Haben sie gemerkt, dass sie nicht in die Schweiz hinein können studieren? Unter anderem. Es sind dann im Sommer noch Nachmeldungen gekommen, zum Glück. Das ist ein Effekt. Aber man kann nicht immer also auf Corona schieben. Was wir aber auch gemerkt haben, ist die berufsbegleitende Studienvariante, die bei uns ja durchschnittlich die letzten Jahre etwa ein Drittel der Studierenden, somit auch von der Neutritt ausmacht, wo man also in der Bude arbeitet, bei euch 50-70% und dann der Rest studieren geht, das ist drastisch eingebrochen. Massiv. Und wenn man dann die Studienberatung, die Leute gefragt hat, meine Leute, ja, wieso meldet sie sich jetzt nicht an? Und sagen sie, ja, jetzt bleibe ich mal, ich habe einen Job, jetzt bleibe ich mal da, mit Kurzarbeit, da will ich nicht auch noch weggehen, jetzt schauen wir mal. Also ist eine grosse Vorsicht da. Und ganz anders sieht es zum Beispiel im konsekutiven Master aus, wo ja Numerus Clausus drauf ist. Dort haben wir fast doppelt so viele Anmeldungen letzten Herbst gehabt. Weil die Leute nach dem Bachelorstudium gesagt haben, oh ja, jetzt schaue ich mal, jetzt bleibe ich noch an der Schule, wenn es irgendwie geht. Das war genau der umgekehrte Effekt gewesen. Also was wir natürlich in der Zwischenzeit tun, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen natürlich aus der ganzen Ost, ist die ganze Werbung ist umgestellt worden, vor allem Online-Werbung, Online-Marketing, weil man auf die ganzen starken Infotage, wo alle Technikstandorte davon leben, dass man etwas zeigen kann am Tag. Bekannterweise hat nicht können stattfinden. Viel ist online, viel ist über Social-Media-Werbungen mit individuellen Beratungen. Filmchen machen, sehr niederschwellig Studierende, die über Film, Online-Chat mit potenziellen Studierenden reden. Also von dem her sind die Anmeldezahlen nicht gerade Highflyer aus meiner Sicht, aber sie sind moderat, nicht gerade ganz schwarz. Vielen Dank. Vielen Dank, Lothar, für die Ausführungen zu den Studierendenzahlen im Buchs. Das beschäftigt uns natürlich und ja, das sind zwei plausible Erklärungen. Die Herausforderung wäre sicher sein, da wieder aufzuholen oder und Post-Corona die Fachkräfte durch jetzt bereitstellen. Damit wären wir am Schluss. Es ist 8:33 Uhr, Schluss vom Teil Fachhochschule. Ich danke ganz herzlich am Team von der Fachhochschule Ost unter der Leitung von Daniel Seelhofer, Marion Pesto, Lothar Ritter. Vielen, vielen Dank. Das ist der erste Einblick. Wir haben zwei weitere Anlässe. Wir gehen noch digital in Campus Rapperswil am 16. März, auch 0:37 Uhr. Und wir gehen in Campus St. Gallen am 23. März. Dort Adlers Programm, Einführung von Herrn Daniel Seelhofer. Und dann natürlich St. Gallen im Vordergrund Marion Pesto mit Teil Wirtschaft und in Rapperswil Margit Mönicke. Margit Mönicke mit Technik und Informatik. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir machen gleich weiter. Wir haben noch 26 Minuten. Danke Marion, Daniel und Lothar. Es könnt gerne dabei bleiben. Wir haben auch Verständnis, wenn ihr noch Events habt. Ich würde damit sehr gerne übergehen an Alessandro Scro für Wirtschaftsaussichten 2021. Bitte, Alessandro. Danke vielmals, Markus. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die nächsten 10 bis rund 12 Minuten wird Ihnen einen kurzen Einblick und Überblick geben über die konjunkturelle Verfassung von der Ostschweiz. Und speziell, wir sind heute virtuell im Rheintal, auch auf das Rheintal. Zum Einstieg möchte ich Ihnen einen Entwickler aufzeigen, eine Entwicklung von einer Kennzahl. Ich habe bewusst die Skalierung weggenommen. Sie sehen weder Masseinheit noch Zeiteinheit.
Und wenn man die Grafik mal so ein bisschen anschaut, sieht man da einen gewissen Ausschlag, einen gewissen Buckel, in Anführungszeichen, und da ziemlich einen heftigen Ausschlag. Jetzt auf den ersten Blick könnte man meinen, es sind die Fallzahlen, die aktuellen Covid-19-Infektionen, wo die Entwicklung im Frühling letztes Jahr zeigt, März, und aktuell seit letztem Herbst und folgend. Es ist aber nicht so. Es sind die abgerechneten Ausfallstunden für die Kurzarbeit. Seit Messbeginn 2004, wo man die angefangen hat zu erfassen, oder seitdem sind Zahlen verfügbar. Sie sehen hier, der Buckel, der ominös, war die Finanzkrise. Damals wahrgenommen als die Krise der Krise, die grösste Krise seit der grossen Depression 1930. Und da der Tsunami oder der sehr starke Ausbruch oder der sehr starke Anstieg von der Kurzarbeit. Jetzt muss man sagen, das sind wir im November 20. Die Kurzarbeit beantragen braucht eine gewisse Zeit und vor allem das Abrechnen braucht eine Zeit. Die haben immer eine Zeitverzögerung von 3 Monaten ungefähr. Heute kommen gerade die neuesten Zahlen raus, gerade wahrscheinlich in diesen Minuten. Die haben natürlich jetzt nicht können erfassen. Aber ich gehe davon aus, dass die Zahlen nicht wesentlich tiefer werden sein, sondern wie der aktuelle Lockdown, wo Mitte Januar wieder losgegangen ist, noch nicht in diesen Zahlen sich widerspiegelt. Wenn man die Zahlen mal in einer ruhigen Minute betrachtet, ist ja nicht nur sehr eindrücklich, sondern zeigt eigentlich, was für Wucht und für einen Druck auf den Unternehmungen und vor allem auf den Arbeitnehmenden lastet. Wenn wir Branchen anschauen, sind da vor allem Gastronomie, Maschinenbau, Metallerzeugnis, der Grosshandel und Beherbergen. Das sind so die Branchen, die am meisten Kurzarbeit beantragt haben und am meisten Kurzarbeit abgerechnet wird. Der Druck ist gewaltig. Und dank aber auch einer unbürokratischen Regelungen im Bereich der Kurzarbeit hätte Schlimmeres können vermieden werden bis heute und respektive auch positiv formulierte Arbeitsplätze erhalten wären. Ob sich da irgendwann mal durchschlägt auf die Arbeitslosigkeit, ist unklar. Wie wir später noch sehen werden, ist unmittelbar nicht von einer grösseren Kündigungswelle oder mit einer grösseren Kündigungswelle zu rechnen. Und insbesondere kommt es natürlich darauf an, wie sich die konjunkturelle Lage weiterentwickelt. Eine zentrale Rolle, wir haben heute jetzt viel über Bildung gehört und ein Schlüssel vor allem für die Arbeitnehmer ist natürlich Bildung, dass man die eigene Arbeitsmarktfähigkeit weiterbehalten kann. Wie sieht es denn konkret die aktuelle Lage von der Kernregion Ostschweiz aus? Sie sehen da zwei Konjunkturindikatoren. Einerseits links ist der Geschäftslageindikator und rechts der Stimmungsbarometer. Das sind zwei neue Konjunkturindikatoren, die wir aus dem Konjunkturbad Ostschweiz lanciert haben, zusammen mit der St. Gallen Kantonalbank. Und links, der Geschäftslageindikator, ist die Aggregation von ausgewählten Branchen, nämlich Industrie, Bau, Detailhandel, wo gewichtet nach Vollzeitäquivalenten die konjunkturelle oder die Geschäftslageentwicklung in der Kernregion Ostschweiz aufzeigt. Und das Pendant, gelb, sehen Sie da Gesamtschweiz. Wenn Sie da sehen, jetzt haben wir einen starken Einbruch gehabt im Frühjahr, letztes Jahr, aber auch wirklich eine gute, starke Erholung nachher im zweiten Halbjahr. Und aktuell eine Stabilisierung von der aktuellen Geschäftslage in der Kernregion Ostschweiz. Das heisst, die Mehrheit der befragten Unternehmungen schätzt die aktuelle Geschäftslage als gute. Der Geschäftslageindikator wird so gerechnet, dass die Unternehmen, die sagen, sie finden die aktuelle Geschäftslage gut, minus die, die sagen, schlecht. Und da sehen wir ein leicht positives Saldo. Auf der rechten Seite, der Stimmungsbarometer, wie das Name schon sagt, es geht um die Stimmung in den Unternehmungen, aber auch in den privaten Haushalten. Und der Stimmungsbarometer ist ein Indikator für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Wenn der unter 100 liegt, deutet der auf eine eher unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung hin. Auch da sehen wir den markanten Einbruch, aber auch die Erholung und da die Stabilisierung im leicht negativen Bereich. Das Bild fasst sehr gut die aktuelle Lage zusammen, nämlich dass die Geschäftslage aktuell erfreulicherweise gut eingeschätzt wird, aber
sagen wir, die Aussichten sind behalten positiv. Was beschäftigt denn die Ostschweizer Unternehmungen konkret, respektive 9 von 10 Unternehmungen kämpfen nachher mit Corona-bedingten Erschwernissen? Die 3 Top-Erschwernisse sind vor allem das erste, die Nachfrageeinbruch, ein markanter, wirklich markanter Einbruch, tiefe Bestellungseingänge nachher, Personalausfall und aber auch ein zu hoher Personalbestand. 47% der befragten Unternehmungen halten nach wie vor oder werden nach wie vor Investitionen zurückhalten. Was das bedeutet, würde ich nachher gerne darauf noch weiter eingehen. Und mehr als die Hälfte gehen davon aus, dass die Pandemie noch 9 Monate oder länger noch wird anhalten. Wenn man einen vertieften Blick noch darauf wirft, wie die aktuelle Geschäftslage eingeschätzt wird, sehen wir, dass positiv formuliert oder nur ein Fünftel der Unternehmungen sagen, die Geschäftslage sei schlecht. Da ist vor allem der Maschinenbau sehr ausgeprägt bei den Beantwortungen. Und was auch auffällt, ist der sehr hohe Gutanteil. Also das ist eigentlich ein sehr erfreuliches Bild angesichts der sehr starken Corona-bedingten Erschwernis. Links ist die Kernregion und das Rheintal. Für beide sehr ein ähnliches Bild. Ja, und jetzt eben, trotz dieser sehr starken Corona-bedingten Erschwernis ist unmittelbar nicht mit der Kündigungswelle zu rechnen, sagen die befragten Unternehmungen, sowohl in der Kernregion wie auch im Wahlkreis Rheintal, sagen die meisten, nein, wir rechnen nicht unmittelbar mit einer Kündigungswelle. Einzig 5 bis 6% sagen ja, es wird zu Kündigungen kommen im ersten Quartal. Das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild zeigt sich auch bezüglich Einschätzung von einer Konkurswelle. Grossteil sagt nein, wir gehen nicht davon aus, auch im Kontakt mit unseren Lieferanten und Kunden, dass es unmittelbar eine grössere Konkurswelle ansteht. Die Einschätzung ist über die Zeit, seit wir die erfassen, relativ stabil. Und was wir auch noch sagen, ist, dass die aktuellen Konkurszahlen aktuell unter dem langfristigen Durchschnitt sind. Was man aber dort muss noch eine Anmerkung machen, ist, dass natürlich die Stützungsmaßnahmen dazu geführt haben, dass gewisse Unternehmungen, die nicht mehr profitabel sind, auch nicht in Konkurs gegangen sind. Jetzt, wenn man die Wirtschaftsaussichten einschätzen oder wie die mögliche wirtschaftliche Entwicklung weitergeht, muss man vor allem etwas anschauen, oder das Investitionsverhalten der Unternehmungen. Und da sind die Vorzeichen nicht so gut. Respektive, es hat eine sehr hohe, Sie sehen hier 2 Balkendiagramme. Der sekundäre Bereich und der tertiäre Sektor von uns Rheintal jetzt bezogen. Es ist aber auch für die ganze Kernregion Ostschweiz gleich. Wir haben eine grosse Zurückhaltung im Investitionsverhalten. Viele Unternehmungen haben schon Investitionen zurückgehalten und tun die auch weiterhin zurückhalten. Da im Rheintal sind es in der Industrie über 50% der Industrieunternehmungen, die aktuell Investitionen zurückhalten. Da vielleicht ein positives Beispiel. Ich war sehr erfreut, am letzten Samstag das Interview zu lesen mit dem Jens Breu, SFS, der auch gesagt hat, aus der vergangenen Krise gelernt, oder? Sie haben gelernt und sie investieren auch jetzt in der Krise. Und ich glaube, das wird ihnen helfen für das weitere Wachstum. Dass es aber wieder flächendeckend natürlich mehr Investitionen gibt, müssen noch bessere Konjunkturaussichten oder bessere Konjunkturaussichten und vor allem eine höhere Planungssicherheit geben. Und wenn wir die Unternehmungen fragen, wenn sie denn damit rechnen, dass wieder ein spürbarer wirtschaftlicher Aufschwung vonstatten wird, sieht man da 2 Gruppen. Die eine Gruppe, und das sind vor allem grössere Unternehmungen, aber auch interessanterweise auch sehr kleine Unternehmen, also Mitarbeiter mit Unternehmen mit Mitarbeitern von 1 bis 9, die sagen, im zweiten Halbjahr 2021 wird der Fall sein. Und mittelgrosse Unternehmen gehen eher davon aus, dass das erst im ersten Halbjahr 2022 der Fall wird sein. Das ist das Ergebnis aus der Corona-Spezialumfrage, die wir in den Januar durchgeführt haben. Ja, wenn wir zusammenfassen, kann man sagen, dass eigentlich die Mehrheit der befragten Unternehmungen die aktuelle Geschäftslage erfreulicherweise gut einschätzen und dann trotz der Corona-bedingten Erschwernis. Ich glaube, da kann man daraus schliessen, dass auch der Grosse von Unternehmungen hat einen Umgang gefunden mit der Corona-Pandemie und trotz dieser Erschwernis kann man daraus ausgehen, dass unmittelbar weder eine Kündigungs- noch eine Konkurswelle anfällt.
Aber man muss sicher auch ein Augenmerk darauf halten, auf die Investitionen, nachfolgend grosse zurückhaltende Investitionsverhalten, gerade auch im Rinntal, unter dem Rinntal Industriebetrieb. Und ein spürbarer wirtschaftlicher Aufschwung wird frühestens im zweiten Halbjahr 2021, erstes Halbjahr 2022 oder vielleicht sogar erst später erwartet. Ja, zum Schluss, dass wir so spezifische Aussagen und Analysen machen können über die Gesamtkernregion Ostschweiz, aber über Teilregionen oder auch Branchen, brauchen wir natürlich einerseits Daten und nicht überall sind Daten verfügbar. Und da spielen Umfragen eine zentrale Rolle. Umfragen, Sie wissen sicher schon, wir haben da Anfang des Jahres auch zusammen mit der St. Gallen Kantonalbank das Konjunkturbad Ostschweiz lanciert, wo wir als regionaler Partner von der ETH, der Konjunkturforschungsstelle, die Konjunkturarbeiten in der Ostschweiz übernommen haben und die nicht nur übernommen haben, sondern wir wollen auch weiterführen im Sinne von Branchen erweitern, aber auch in gewissen Teilregionen bessere und stichhaltige Aussagen machen können. Und dazu sind wir natürlich auch dankbar um Ihre Unterstützung, wenn Sie bei diesen Konjunkturumfragen mitmachen. Die Umfragen sind, natürlich haben wir immer wieder überall Umfragen über. Wir versuchen wirklich zielgerichtet und dosiert das Instrument, das sehr effizient ist zur Erfassung von der aktuellen Geschäftslage und Erwartungen einzusetzen. Eine Teilnahme von denen, bei diesen Konjunkturumfragen, wo standardisierte Fragebögen sind von der ETH, sind eigentlich einfach und unkompliziert. Monatliches Ausfüllen von einem kurzen Fragebogen, zeitlich Bedarf maximal 10 Minuten. Und es geht nicht um eine exakte Erfassung zum Beispiel von Umsatzzahlen, und so, sondern mehr um ein Stimmungsbild. Das ist der Umsatz zum Vormonat oder zum Vorjahresmonat höher oder tiefer und eine subjektive Einschätzung von der Geschäftsleitung von der Ostschweizer Unternehmungen. Und da würde ich Sie gerne herzlich einladen, Teil zu sein von diesem Vorhaben, um ein besseres Verständnis von der Ostschweizer Wirtschaft gesamthaft im ganzen funktionalen Raum, aber auch in Teilregionen und Branchen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie sich anmelden, wenn Sie es natürlich nicht schon haben, bei diesen Konjunkturumfragen teilzunehmen. Und an dieser Stelle wirklich auch ein herzliches Dankeschön an all die Unternehmungen, die schon teilnehmen, klar, und aber auch bei den Spezialumfragen teilgenommen haben, wo wir seit letztem Frühling, wo die Pandemie ausgebrochen ist, angefangen haben, wo uns wirklich sehr systematisches Bild haben können geben, wo wir dann ihnen haben können, unmittelbare Informationen weitergeben, die ihnen auch unterstützen in der Planungsarbeit. Ja, dann wäre es ganz kurz zu der konjunkturellen Entwicklung. Dann würde ich gerne zurückgeben, Markus. Ja, vielen Dank, Alessandro Sgro, für den Einblick in die Ostschweizer Wirtschaft und viel mehr Ausblick. Wir kommen zu, bitte Folie, Silvan. Wir kommen zum Ausklang. Und zum Schluss, normalerweise würden wir jetzt, uns bei einem Kaffee und bei einem Gipfel noch austauschen. Das ist nicht möglich. Wir haben mit dieser genau jetzt 375-tägigen Pandemie, die die Schweiz, die Europa und auch die Schweiz erreicht hat, sind wir jetzt in einer Phase, wo wir erste Silberstreifen am Horizont sehen, aber gleich noch nicht ein grosses Licht. Und wir haben uns als IHK St. Gallen-Appenzell in den letzten Monaten eher so geäussert, dass wir mit dieser Pandemie leben müssen. Wir haben eine Politik gesehen, die sich insbesondere in den Monaten November, Dezember, Januar vor allem damit beschäftigt hat, Druck zu machen auf Behörden, den Lockdown zu beenden, Druck gemacht hat auf Behörden, wer jetzt auch noch Geld bekommen sollte, weil er Corona geschädigt ist. Sehr wohl hat sehr tragische Schicksal, aber die ganze politische Energie ist in 8% der Unternehmen geflossen in den letzten etwa 2 Monaten, weil 8% der Unternehmen sind jetzt in dem zweiten Lockdown betroffen gewesen. Detailhandel, Gastronomie, das ist tragisch, aber der Rest, die anderen 92% der Unternehmen, haben wir vorher auch in der Umfrage gesehen, haben auch gelitten. Und wir sehen, es braucht eine Ermöglichungsstrategie. Wir müssen als Schweiz, vor allem aber als Ostschweiz, lernen leben mit dieser Pandemie, die wir so schnell, bis wir alle durchgeimpft sind, nicht vorbeisehen und
Die Welt dreht sich weiter. Asien ist verwacht. Asien läuft wie verrückt. Und gerade unsere Exportunternehmen, die auch außerhalb von Europa exportieren, sind angewiesen darauf, dass ihre Ingenieure-Team, ihre Entwicklungsteam, ihre Verkaufsteams können Projekte lancieren, Projekte können entwickeln und kompetitiv können sein, damit wir Arbeitsplätze vom Herbst von dem Jahr und vom nächsten Jahr sicherstellen. Und das heisst für uns Ermöglichungsstrategie. Und ein Weg jetzt dorthin ist Testen. Testen ist nicht das aller Heilmittel, das löst uns die Pandemie nicht, aber es gibt uns ein Bild. Und es gibt uns vor allem, es soll uns Möglichkeit geben, um Infektionsketten zu erkennen und die Pandemiezahlen, der R-Wert zum Beispiel unter 1 hat. Und damit würde ich jetzt gerne, mit einem gewissen Durchbruch erreicht, letzte Woche, am Jan Riss, wissenschaftlicher Mitarbeiter von der IHK, übergeben, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Bitte, Jan. Ja, vielen Dank, Markus, und auch guten Morgen von meiner Seite. Der Markus Benziger hat eigentlich die Ausgangslage schon sehr gut geschildert. Wir werden kurz auf so ein Zitat schauen. Von Behördenseite einerseits der Guy Parmelin, der am 17. Februar gemeint hat, das Motto bleibt testen, testen, testen. Und der Bruno Dahmann, der groß auf Farbe gesagt hat, lassen Sie sich grosszügig testen. Anhand von diesen Zitaten hätte man können meinen, ja, die Marschrichtung sei eigentlich klar. Man will das Testen wirklich auch als Baustein von einer Strategie aus der Pandemie heraus einsetzen. Nur bis zum vergangenen Freitag war da schlichtweg ein Lippenbekenntnis gewesen, weder seitens Bund, noch seitens Kanton ist ein entsprechender Wille feststellbar gewesen, dass man wirklich in der Breite testen, dass man auch die Unternehmen als Teil der Lösung einbeziehen will. Stattdessen ist man eine Repressionsstrategie gefahren, nicht eine Strategie mit Ermöglichungsmassnahmen. Wenn man so ein bisschen rundherum schaut, die Länder rundherum, sieht man auch, dass die Schweiz im europäischen Kontext zumindest eine sehr defensive Teststrategie fährt. Wir sehen dort die Anzahl Tests pro 1000 Einwohner im 7-Tages-Schnitt. Ist klar, allein von dieser Karte kann man sich nicht ableiten, wo die Fallzahlen tief oder hoch sind, aber seitens IHK sind wir wirklich überzeugt, dass das Testen ganz ein wichtiger Baustein muss sein auf dem Weg aus dieser Pandemie. Wir haben eigentlich wie 4 Thesen aufgestellt, wo wir jetzt auch die ganze politische Arbeit in den letzten Wochen und Monaten gefahren haben. Erstens mal sagen wir, Rückkehr zur Normalität wird erst mit einer genügend hohen Durchimpfungsrate erfolgen. Ich denke, das ist ein Stück weit ein No-Brainer. Und da wird aber frühestens per Ende Juni 2021 erreicht. Mittlerweile ist auch klar, es wird aller Voraussicht noch später sein. Bis dorthin kann man nicht einfach nur abwarten, sondern es gilt, eine ambitionierte Teststrategie zu verfolgen, weil die wesentlich dazu beitragen kann, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und auch zu unterbrechen und so zumindest teilweise wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Und wie es der Markus gesagt hat, die Teststrategie ist kein Allheilmittel, aber ein entscheidender Baustein in so einer Ermöglichungsstrategie. Und die Schweiz und gerade auch der Kanton St. Gallen haben in den vergangenen Wochen aus unserer Sicht ganz klar zu wenig getestet. Und der Zugang zu Testmöglichkeiten ist für testwillige Unternehmen und Personen außerhalb der BAG-Beprobungskriterien wesentlich zu förderreich gewesen, zu wenig niederschwellig. Wir sind darum eigentlich mit der Position hineingegangen, Unternehmen müssen stärker als Teil der Lösung betrachtet werden. Sie können als Akteur oder als Kerngruppe, wie es der Kanton definiert, innerhalb von der Teststrategie maßgeblich zur Bewältigung von der Pandemie beitragen. Und ich glaube, da können die meisten von Ihnen bestätigen, die Unternehmen haben ein intrinsisches Interesse an einer frühzeitigen Identifikation von Infektionen und sie haben auch einen regelmäßigen Zugang zu einem Großteil der Bevölkerung und können so in dem Sinne als Frühwarnsystem unterstützend agieren. Das Wort Frühwarnsystem ist übrigens von einem CEO von einem Rintaler Unternehmen, ebenfalls Mitglied im AGV Rintel. Ja, aber leider hat die Politik ein bisschen anders gesehen. Wir sind ein aktiver Ort seitens IHK. Wir haben seit Anfang der Pandemie eigentlich einen Wirtschaftsgipfel mit den Volkswirtschaftsdirektoren und mit den Vertreterinnen und Vertretern von der Ämter für Wirtschaft und Arbeit. Dort haben wir das Thema eingebracht. Jetzt wird geheißen, ja, müssen wir über das Gesundheitsdepartement gehen. Wir sind dann, haben dann ein Schreiben an die Regierung gerichtet, zusammen mit anderen Ostschweizer Verbänden, an sämtliche Regierungen von der Ostschweizer Kantonen, dass man da eine Ermöglichungsstrategie fordert mit einer ambitionierte Teststrategie als wesentlicher Baustein. Wir haben auch eine Interpellation über Michael Götte, der ebenfalls in dem Call ist, eingereicht im Kanton St. Gallen. Und die Antwort war einfach recht ernüchternd.
Es hat geheißen, es ist darauf hinzuweisen, dass bei ausreichender Verfügbarkeit von Impfstoff ohnehin sinnvoll und zielführender ist, wenn sich Mitarbeitende einer Impfung unterziehen. Also sehr eine passive Einstellung und wir haben gefunden, man kann jetzt nicht einfach abwarten bis im Juni. Man muss wirklich einen Schritt vorwärts gehen. Neu ernüchternd war eigentlich letzte Woche von Daniel Levi, Direktorin BAG. Wir wollen den Überblick in der Pandemie behalten. Wenn die positiven Resultate nicht gemeldet werden, wissen wir nicht, wer positiv ist. Da bezogen auf Selbsttests. Und da haben wir uns schon gefragt, um was geht es eigentlich jetzt bei der Behörde? Geht es darum, zum Pandemie überwachen oder geht es darum, um sie bewältigen? Wir haben dann auch den Austausch der Aktiven gesucht mit dem Gesundheitsdepartement, haben einen runden Tisch einberufen, zusammen mit Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern, auch ein Unternehmen vom Rindl ist dabei gewesen. Nach wie vor leider dort der Standpunkt vom Kanton, die Leute wollen nicht testen, wir brauchen eine Beteiligung, Testbeteiligung von fast 100% von der Bevölkerung, aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, weil wir sind der Ansicht, jede Infektion, die frühzeitig erkannt wird, ist wertvoll und verhindert auch Arbeitsausfälle. Dann aber am Freitag, recht überraschend für uns auch, Versebläser Testoffensive, eigentlich ein Strategiewechsel. Jetzt will man wirklich neu in der Breite testen. Man will die Unternehmen stark mit einbeziehen in die Teststrategie und es soll auch möglich sein, für die Haushalte zum Selbsttest zu durchführen. 5 Stück pro Monat kommt man gratis zur Verfügung über. Da haben insbesondere die Kantone offensichtlich Druck gemacht, gesagt, der Bundesrat soll da selber aktiv werden, soll gerade auch der Kanton Graubünden stärker als Vorbild nehmen, soll sich dort daran an der Erkenntnis orientieren. Insbesondere bei den Betriebstestungen orientiert man sich jetzt auch im Kanton Graubünden. Es wird so sein, dass mittels gepoolter PCR-Spucktests repetitives, präventives Testen bald wird möglich sein. Aus unserer Sicht gibt es ganz wesentliche Anreize für die Unternehmen. Erstens mal durch Sicherheit und auch Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man kann warnen kann. Es gibt weniger infektionsbedingte Arbeitsausfälle mit einem repetitiven und präventiven Testen. Die Quarantäneregelungen können gelockert werden, das hat der Bundesrat bereits angekündigt. Es ist so, dass wenn im Betrieb 80% von der Belegschaft öffentlich getestet werden, dann muss eine Person, die mit einer infizierten Person in Kontakt war, in Zukunft nicht mehr in Quarantäne, einzig die infizierte Person muss in Isolation. Aus unserer Sicht ist da ein wesentlicher Baustein für die Abkehr von der Homeoffice-Pflicht und natürlich auch für die Unternehmen wertvoll ist, die Kosten übernommen durch die öffentliche Hand. Die Herausforderungen, die wir sehen, natürlich PCR-Spucktests. Bisher hat es da eine fehlende politische Akzeptanz gegeben im Kanton St. Gallen. Also wirklich, man ist da ziemlich auf Barrikaden gegangen, im Gegensatz zum Kanton Graubünden, wo man die jetzt seit Anfang Februar wirklich als Mittel einsetzt und wo man auch sieht, dass große Akzeptanz bei den Unternehmen und bei der Belegschaft vorhanden ist. Wir fordern da eine rasche Umsetzung, gerade auch in den Kantonen von unserem Kammergebiet. Wir hoffen, dass jetzt da die politische Akzeptanz wirklich auch ich erhaltet. Bei den Selbstschnelltests, also dort tut man auch in eine Röhrli reinspeuzen entweder oder man macht einen Abstrich selber im Vorderbereich von der Nase. Die sollten ab dem 15. März können eingesetzt werden. Das Problem ist dort noch, dass die Validierung durch das BAG noch fehlt. Also bis jetzt sind in dem Sinne noch gar keine Selbstschnelltests zugelassen. Für Sie aber relevant wird sowieso eher der erste Punkt da sein mit den PCR-Spucktests, wo es einfach darum geht, zum wöchentlich voraussichtlich wöchentlich Testen mittels Spucktests im Betrieb zu ermöglichen. Wichtig, es ist freiwillig für den Betrieb einsetzt, es ist freiwillig aber auch für die Belegschaft. Wir bitten Sie, da wirklich auch aktiv einzusetzen, die PCR-Spucktests aus unserer Sicht. Wirklich, die PCR-Spucktests können Mittel sein, können dazu beitragen, um aus dieser festgefahrenen Situation jetzt rauszukommen. Das weitere Vorgehen. Ab dem 5. März wird die Regelung eintreten. Jetzt läuft eine Vernehmlassung bei den Kantonen. Der Entscheid erfolgt per 12.3., also per Freitag von dieser Woche. Seitens IHK haben wir übermorgen den ersten Runde Tisch mit dem Gesundheitsdepartement und Vertreterinnen und Vertreter aus der Unternehmenslandschaft. Für uns ist klar, es muss jetzt wirklich gelingen, möglichst rasch und unbürokratisch die erhöhten Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen, die Hürden abzuholen. Das stellt natürlich hohe Anforderungen an Beschaffung und Logistik. Und wir fordern da seitens IHK, dass Behörden wirklich auch proaktiv die Unternehmen mit einbeziehen, weil viele Unternehmen sind wirklich einfach auch schon einen Schritt weiter. Man kann da auf Erfahrungswerte aus den Unternehmen zurückgreifen. Man kann dort die Unternehmen auch die Logistik
Beziehungen weiter da, sie alle auch wirklich anzubieten. Zum Testbezug, da herrscht momentan noch viel Unklarheit. Wir sind da im Austausch mit weiteren Verbänden, im Kanton und auch Unternehmen. Und wir bleiben dran und werden selbstverständlich auch informieren, sobald wir mehr wissen. Das ist ein Thema, das uns wirklich sehr stark beschäftigt, wo sehr viel hindurchläuft. Und wir danken da auch für die grosse Unterstützung, die wir von vielen Unternehmen mit auf den Weg bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jan, für den kurzen Überblick. Es ist eine Frage gekommen von Claude Stadler. Gemäß Kommunikation Bundesrat werden bis zu 5 Tests an (natürliche, geschlossene) Personen abgegeben. Weiß man schon, ob Firmen gewissen Kontingente beziehen können? Ich habe da eine Antwort gegeben. Claude's Team unterstützt. Oder? Ich habe am Freitag noch mit dem Regierungspräsidenten, sprich dem Chef vom Gesundheitsdepartement St. Gallen, geredet. Oder? Und um das geht es jetzt genau. Es ist da auszuschaffen, da ist jetzt das Gesundheitsdepartement dran, der Kanton, und es ist richtig, sie sagen ganz bewusst, wir wollen den Unternehmen Zugang geben. Es ist zuerst einmal eine Idee gewesen, so quasi jede St. Gallerin hätte dann einfach 5 Tests. Aber jetzt wird man ganz bewusst auch den Unternehmen einen Zugang schaffen. Und in dem Austausch, den Jan Riss vorher erwähnt hat, wollen wir auch abholen, wie wollen da, in welche Richtung soll es da gehen. Was klar ist, es wäre ein Challenge sein, die Logistik sicherzustellen, die ganzen Prozessbeschaffung, bis die Tests auch wirklich ausgewertet sind. Wir würden da, jawohl, das ist die erste Frage, dann ist eine Frage hier gekommen, jetzt muss ich jetzt schnell wechseln. Jawohl, Gabriela Manser, sind inner- und ausserrot auch dabei. In dem Austausch da nicht, oder? Wir haben beliebt gemacht. Wir schliessen jetzt auch nicht aus, aber es ist natürlich wirklich kantonal geregelt. Ich weiss, Ausserrot mit dem Regierungsrat haben wir letzte Woche Kontakt gehabt. Die sind auch sehr, sehr intensiv dran. Ob es wirklich eine uniforme Lösung gibt, wo die Ostschweizer Kantone gemeinsam gemeinsame Konzepte aufsetzen, dass es gleich ist, da kann ich auch nicht sicherstellen, aber es sind alle Kantone jetzt dran. Gibt es weitere, also wir wären auch bei den anderen Gesundheitsdepartementen beziehungsweise dem Volkswirtschaftsdepartement vorsprechen und auch mal abholen, wie weit dass sie sich jetzt auch an diesen Themen beteiligen. Innerrhoden hat ja aus meiner Sicht auch da relativ einen guten Zugang gewählt. Oder sind ja auch einer der ersten Kantone gesehen, wo auch mit Massentests die Schulen sind, wenn ich das recht verfolgt habe. Also ich habe keine Sorgen aufgrund der Gespräche, die ich hatte, dass Innerrhoden da wieder zurückstehen. Dürfen wir weitere Fragen beantworten? Ansonsten ich würde gerne noch kurz übernehmen, Markus. Ja, es ist noch eine Frage von Patrick Bierhalter. Vielen Dank zu der Logistik. Auch diese Frage liegt in der Verantwortung vom Kanton. Unser Rundtisch, den wir jetzt übermorgen werden, haben mit dem Gesundheitsdepartement, wird natürlich sicher auch sehr stark dieser Frage widmen. Ich kann vielleicht kurz einen Einblick geben, wie es im Kanton Graubünden seit Anfang Februar läuft. Dort ist es so, dass sich das Unternehmen muss anmelden im Kanton und Listen von Mitarbeiter-Mailadressen zustellen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich bereit erklären, um sich repetitiv präventiv testen zu lassen. Wie gesagt, freiwillig. Der Kanton schickt dann nachher per Post die Testsätze zu einem Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen den Test daheim durch, bringen ihn mit ins Unternehmen. Dort wird er gesammelt. Das Unternehmen gibt es einen von, glaube ich, 36 Hubs insgesamt nebenab im Kanton, wird über die RHB im Kanton St. Gallen verfrachtet, auf Bubs ins Labor. Dort werden die Speicheltests gepoolt. Das sind immer Speicheltests von 10 Personen, die analysiert werden, also mittels PCR-Verfahren. Und wenn jetzt also eine gepoolte Probe positiv anzeigen, dann müssen die 10 Personen nochmal antreiben und einen Nasenrachenabstrich-Test machen, dass man dann wirklich identifizieren kann, welche Person ist jetzt konkret getestet. Und auch im Kanton Graubünden wird es so gehandhabt, dass die Unternehmen, die repetitiv testen, von den Quarantänebestimmungen quasi ausgenommen sind, dass wenn jemand Kontakt hat mit einer infizierten Person, muss die Person nicht in Quarantäne. Ist aber auch klar, es ist nicht in dem Sinne einfach ein Freipass, sondern es gilt dann nach wie vor Abstand und Hygienemaßnahmen einzuhalten und gerade eben, wenn man auch Kontakt hat, umso mehr.
Danke, Jan, für die Ergänzung. Die Frage von Patrick selbst ist ganz wichtig. Oder? Wenn ich jetzt zum Schluss komme, würde ich zu dem Thema Testen einfach noch mitgehen, einmal an Sie, Unternehmerinnen und Unternehmen, machen Sie mit, oder? Wie auch die Lösung wäre kommen. Wir versuchen, eine Lösung, die praktikabel ist, mit zu unterstützen. Aber es ist ganz wichtig, dass man mit dem breiten Testregime ein Radarsystem aufbaut. Einerseits für die ganze Region, für die Bevölkerung, aber andererseits auch für Sie im Unternehmen. Und ein grosser Vorteil wäre Sie, dass eben auch hoffentlich dann auch Quarantänepflichten reduziert sind. Es braucht einen Vorteil für die Unternehmen, dass man da mitmacht. Allenfalls gibt es auch eine punktuelle Kostenbeteiligung. Auch da unterstützen wir Sie und sagen, machen Sie auch da mit. Es ist ganz zentral, dass wir als Unternehmenslandschaft auch Verantwortung übernehmen in dem Prozess. Wir müssen von diesen Zahlen abkommen. Wir müssen verhindern, dass wir in eine dritte Welle nie gehen. Die ganzen Vorsichtsmaßnahmen, Bestimmungen werden weiterhin gelten, bis wir durchgeimpft sind in der Ostschweiz und damit auch in ganz Westeuropa. Ja, ich danke herzlich fürs Dabeisein. Ich komme zum Schluss und wir schauen noch ganz schnell voraus. Wir haben eine breite Anzahl von Anlässen, die anstehen, morgen bereits, 9. März. 16.30 Exportdialog, Mitarbeiterentsendung, rechtliche Stolpersteine bei Arbeitseinsätzen Deutschland und Österreich. Ganz wichtig, vor allem für Ihre Personalteams. Wir haben sehr kompetente Referentinnen, Referenten. Schauen Sie auf die Homepage, man kann sich anmelden. Es ist digital. 16.30 Uhr, wir haben schon sehr groß, wir haben weit über 100 Teilnehmer. Wir machen das zusammen mit den Thurgauer. Am 6. April ein Einblick mit dem Professor Simon Evenet. Die Schweiz und die Zukunft des globalen Handels, das ist in Englisch. Auch hier empfehlen wir Ihnen, schauen Sie drei, vor allem als Exporteur. Das Abstimmungswochenende von gestern hat uns gezeigt, dass die Unterstützung von Freihandelsverträgen in der Bevölkerung nicht mehr uneingeschränkt ist. Selbst in einem Freihandelsabkommen, wo man in der Nachhaltigkeit sehr, sehr weit gegangen ist als Schweiz und eine Vorreiterrolle einnimmt, hat die Volkshürde nur ganz knapp geschafft. Es wird wieder Engagement brauchen, auch von uns, von Persönlichkeiten, für Freihandel, weil das ist letztlich das Erfolgsrezept von unserer Ostschweizer Industrie, die im Wesentlichen vom Export lebt. Dann geht es gerade weiter. 28. April, Matthias Sösch, Christoph Frey. Was wollen wir für ein Verhältnis mit unseren Nachbarn? Da ist natürlich Europa angesprochen, ganz vor der Haustür Österreich und Deutschland. Dann Marktexpansion in Deutschland, ein Anlass mit Ihnen, mit dem AGV Rintel, mit SGI am 18. Mai Webinar und AGV Entre nous, Arbeitgeberverband. Mit Vorstandsmitgliedern laden wir am 4. Juni 2021 ab dem 11. Da kommen Sie wieder eine Einladung. Wir hoffen sehr, dass wir Sie physisch hier in der IHK empfangen dürfen. Ansonsten machen wir auch da digital. Ich danke sehr, dass Sie dabei gewesen sind heute Morgen. AGV, IHK in den Regionen und Ost meets Wirtschaft oder umgekehrt Wirtschaft meets Ost. Vielen Dank am Team von Dani Seelhofer. Wir wünschen ganz einen guten Wochenstart. Herzlichen Dank. Ade miteinander.